Der erste Schritt sollte das Profil sein. Das heißt, als erstes werden wir das Profil vervollständigen. Man sieht hier oben auch, dass er sagt, wir möchten das hier machen oder wir können das hier tun, weil es aktuell zu 20% erledigt ist. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich die Community-Funktion aktivieren möchte oder nicht aktivieren möchte. Ich aktiviere die, damit Sie die kennenlernen können und dann selber entscheiden können, ob Sie das gerne hätten oder nicht. Das heißt, ich klicke einfach auf Aktivieren. So, jetzt ist die Frage, ob ich erstmal per Brief oder online meine Dokumente erhalten möchte. Das heißt, wenn es etwas Neues gibt von uns, können Sie das online erhalten. Sie kriegen sofort eine Nachricht von Ihrem Handy, wenn Sie die App installiert haben, per Push-Nachricht, also direkt auf dem Display steht drauf, dass Sie ein Dokument erhalten haben. Sie können aber ganz klassisch nur sagen, per Brief. So, wir wollen es natürlich online. Dann fragt er mich, ob ich jetzt in dem Objekt Testobjekt Musterstraße selber wohne, ob es vermietet sein könnte und vermietet sein könnte. Das heißt, ich sage, ich bin jetzt in dem Fall auch Bewohner. Jetzt kann ich angeben, das ist jetzt die Community-Funktion, worüber ich gerne mich mit meinen Nachbarn austauschen möchte. Ich kann hier diverse Punkte auswählen, die kann ich auch noch später ändern. Das ist nur eine Vorauswahl und Empfehlung. Ich klicke einfach mal gar nichts aus. Dann kann ich auch noch sagen, ich möchte mich anbieten, zum Beispiel bei Abwesenheit Blumen gießen, einkaufen gehen. Vielleicht kann ich auch die Tür aufschließen, wenn Handwerker kommen, die Post annehmen, Briefkasten leeren. Oder vielleicht bin ich auch handwerklich begabt und kann da halt vielleicht helfen, wenn man vielleicht einen Handwerker braucht. Lasse ich erstmal auch frei, also ist auch kein Pflichtfeld. So, dann muss ich aber bestätigen, ob meine Daten nicht korrekt sind. Ich habe jetzt nur eine temporäre Testadresse hierfür angelegt. Ich kann aber auch noch sagen, nein, weil zum Beispiel fällt mir gerade auf, meine Handynummer fehlt. Das ist immer sehr wichtig. Handynummer ist super, super wichtig bei einem Wasserschaden, wenn irgendwas Dringendes ist. Daher ist es immer sehr, sehr gut, wenn Sie uns diese mitteilen. Sollten wir eine von Ihnen haben, die nicht stimmt, können Sie das auch dementsprechend ändern. In dem Fall kann ich jetzt zum Beispiel sagen, oder wir gehen einfach der Reihe nach durch, ich könnte mein Profilbild hochladen. Das machen wir gleich nochmal. Ich könnte hier mein Kennwort ändern. Hier habe ich jetzt die Felder, die jetzt ausgefüllt sind. Wenn ich etwas mitteilen möchte oder wenn etwas hier drin zu ändern wäre, kann ich hier das ändern. Ich bin Mieter im Objekt, wo wir gerade zugeordnet sind. Ich könnte auch meine Mitbewohner mit einladen. Hier sehe ich, dass ich im Testobjekt Musterstraße 1 in der Erdgeschoss links wohne. Ich könnte auch noch sagen, dass ich in weiteren Objekten wohne, die wir betreuen. Das sind jetzt die Optionen, die ich hier halt habe. Und falls ich mich woanders aufhalte, falls ich eine andere Sprache präferiere, kann ich auch das tun. Wenn ich jetzt eine Kontaktdaten ändern möchte, dann klicke ich auf Ändern. Man sieht jetzt auf einmal, ich könnte jetzt hier meine Telefonnummer eintippen. Ich könnte meine Handynummer eintippen und so weiter. Wenn ich damit fertig bin, sage ich Änderungen mitteilen.